Hi zusammen, hier ist Pavel und das ist Annette. Hallo. Und Annette habe ich jetzt in Abu Dhabi kennengelernt, weil sie ist unserer Gruppe zugelaufen. Ja. Warst du allein unterwegs? Ja, ich bin allein unterwegs gewesen. Also wir haben die Annette praktisch eingeladen, unserer Gruppe beizutreten und jetzt ist sie glücklich. Ja, ganz glücklich. Wie heißt deine Freundin, die nicht glaubt, das dass... Das ist einmal die Oksana. Oksana, hallo und das Oksana. Ist die Susanne. Ja. Oksana, kommst du aus Russland? Nein? Egal. Susanne, hallo. Ich bin Pavel. Ihr glaubt nicht, dass Annette mit mir jetzt Urlaub macht. Ja, sie macht mit mir Urlaub. Und nicht nur das, wir lernen auch ein bisschen etwas über die Kameras und wie man fotografiert. Zeig mal deine Kamera. Das ist meine Kamera. Ja, also Annette hat eine Nikon. Canon. Eine Canon, ja, eine sehr schöne Kamera. Canon EOS 5D Mark III. Ja, kannst du damit fotografieren? Ja, habe ich schon so ein bisschen auch durch dich gelernt. Annette war mit uns schon mal auf... du musst hier in die Linse gucken, nicht auf Bildschirm, ja? Okay. Auf die Linse, sonst hat man so die Augen nach oben, gut, da sieht man ein bisschen debil aus, ja? Also ich habe das schon ein paar Mal ausprobiert, das ist so, ja? Also wir waren auf jeden Fall auf Burj Khalifa und Annette war verzweifelt, weil da waren viele Menschen und die haben sie immer vom Fenster weggeschubst. Nicht nach unten geschubst, sondern vom Fenster weggeschubst, ja? Ganz weg. Und ich habe gesagt, Annette, mit fetten Kamera kommst du immer nach vorne, du musst halt ein bisschen, ich bin's, ja? Und dann kommst du ran. Dann darfst du fotografieren und Annette hat so ein bisschen Mut getankt und ist dann zu der Scheibe gegangen, zu diesem Schlitz, wo man fotografiert. Und dann hast du vom Burj Khalifa fotografiert. Ja, ja? Ja? Also das Bild, was sie gemacht hat, das ist das hier. Das ist so ein geiles Bild. Ja? Also es ist wirklich. Und Annette wusste nicht, dass das Bild geil ist. Jetzt erzähl mal die Einstellung. Was hast du für Einstellungen genommen? Also, ich habe, so viel ich mich jetzt noch erinnern kann, bin ich auf ISO 1000 hoch. Ja, ich meine, bei dieser Kamera geht das sogar. Ja, ohne Rauschen. Ohne Rauschen. Und ich habe dich ja vorher gefragt. Weißt du überhaupt, was Rauschen ist? Ja, das Bildrauschen, dass das... Also das hört man nicht. Doch, ja? Kann das sein? Hörst du was? Nee? Nee. Also, kann das sein, dass wir das jetzt am Objektiv vorne noch hören? Das hört man am Objektiv, besonders am Strand. Wenn man Objektiv am Strand wechselt, ja, und dann wieder dran schraubt, dann hört man dann hören wir das leichtes ein Rauschen. Ja? Ich glaube, also das haben wir schon gehört, Pavel. Das haben kann wir schon sein? Gehört, ja. Ja, genau. Ne? Aber das hört dann auf, weil Sand wird dann klein gerieben im Objektiv, ja, und dann raucht es nicht mehr. Der reibt sich dann so ein bisschen, dann dreht sich das ein. Und dann ist das Rauschen, verschwindet das dann. Ist Rauschen weg. Dann ist das Rauschen ganz weg. Also da musst du nichts mehr machen, Rauschen ist weg. Super, dann ist jetzt das Rauschen wieder weg. So, jetzt erzähl mal, was hast du alles noch gemacht? Welchen Modus hast du gemacht? Grün? Nein. Grün ist böse, grün macht man gar nicht. Ich habe AV eingestellt. Ich bin mit der Blendenvorwahl dran gegangen. Exakt. Ja. Okay, so. Dann habe ich, obwohl es in die Ferne ist, eine relativ große Blende genommen. Guck mal in die Linse. Ja, also ich habe eine große Blende genommen. Ne? Ja. Warum hast du eine große Blende genommen? Die Kleinen waren ausverkauft. Weil Pavel mir erklärt hat, dass auch in der Ferne die Schärfe dann vorhanden ist. Ganz genau, weil, ich erkläre das jetzt ein bisschen wissenschaftlich. Weil ich kann das nicht so gut erklären. Ja, ich erkläre das jetzt an alle, die es nicht wissen. Also, wir fotografieren von oben nach unten. Ja, Burj Khalifa, 542 Meter hoch. Ja. Ja, warst du schwindelig? Nö, bisschen. War schön. Bisschen. Ja, bisschen, wir okay. Fotografieren, alles ist sehr weit weg. Ja, deshalb Blende zum Beispiel 4, 5,6, es geht. Und so sparen wir uns die lange Verschlusszeit. Also die Verschlusszeit wird kürzer und so können wir die Schärfe garantieren. Richtig. Ja? Womit können wir noch die Schärfe garantieren? Jetzt bin ich ein richtig böser Lehrer. Ja, aber wirklich, ich sitze hier jetzt gerade auf dem Schlauch. Nicht auf dem Schlauch, sondern mit der auf Zeit, einer Bank. Mit der Zeit. Nein, hier gibt es so ein Knöpfle. Ja? Ach, das. Bildstabilisator. Okay, ja. Und bei Annette ist Bildstabilisator auf On. Stimmt. Du kriegst 12 Punkte. Okay, danke. So. Ich bin aber selber nicht allein drauf gekommen. Ja, was haben wir gesagt? ISO 1000? ISO 1000 bin ich, ich bin der Meinung, ich bin bei ISO 1000 gewesen. Ja, dann hast du eine große Blendenöffnung gehabt, das hat funktioniert. Ja. Und dann hast du kurze Verschlusszeit bekommen. Ja, aber wenigstens noch so eine Zeit, dass ich die auch halten kann. Okay. Ja, gut, also ich habe das Glück gehabt, ich bin an diesem etwas niedrigeren
an dieser niedrigen Öffnung, genau, und konnte dann so meine Kamera noch so ein bisschen auflegen. Ja, das ist gut. Das ist gut. Weil Stativ auf Burj Khalifa, das ist fast ausgeschlossen. Genau. Da sind so viele Menschen immer unterwegs, also es ist der blanke Wahnsinn. Ja, und deshalb, ja. Da hatten wir gar keinen Platz, das aufzustellen. Genau, genau. Ja. Also so. Auf jeden Fall hat es geklappt. Und das ist das Bild meines Lebens geworden. Ja. Bis jetzt. Bis jetzt. Bis jetzt. Also ich hoffe, du machst noch sehr viele schöne Bilder. Das hoffe ich auch, Pavel. Ja, dass wir wieder zusammenreisen. Ja. Dass wir dich nicht irgendwo aufsammeln müssen, dass du gleich mit uns kommst. Nein, das ist ein Scherz. Annette ist mit uns gekommen nach Abu Dhabi. Ja, jetzt ist sie länger geblieben. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Ja. Und nächstes Jahr wird es noch geiler. Also, da haben wir sowas von tolle Sachen geplant. Das stimmt. Fliegst du mit zum Mond? Ja, da bin ich dabei. Also, ja. Leute, Mond ich spar schon mal. Ist auch geplant. Ist nicht ganz billig, aber das kriegen wir schon. Genau, ja. Dann sparen wir. Okay, in dem Sinne. Tschüss!